Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Vlog rund ums Thema Skateparks. Wir haben letztes Jahr angefangen, ich verlinke es euch nochmal hier oben. Die letzten Tage, wo es ein bisschen wärmer wurde, oder was heißt wärmer, sonniger. Warm ist noch so eine Sache, ist heute auch sehr knackig, aber wie schon gesagt, diese wunderbare Sonne, der blaue Himmel hat uns rausgelockt und deshalb sind wir heute bei einem neuen Skatepark. Ich war selbst noch nicht hier. Scheint dahinter zu sein. Wir sind heute zwischen Lankwitz, Steglitz, Marienfelde. Ich glaube, die Ecke so. Das Ganze nennt sich Skatepark am Ringpark oder Skatepark Ringpark. Ich werde mit euch zusammen da jetzt reinsteppen. Roller ist geparkt. Hier ist auf jeden Fall schon, sehe ich, eine wunderbare Hall of Fame. Da wird auch gerade ein sehr schönes Snoop Dogg Piece gezaubert. Board ist dabei. Bedeutet, ich würde nachher auch noch ein bisschen rollern. Einfach gucken, ob der Asphalt cremig ist. Was ich noch dazu sagen kann, der Herweg war sehr entspannt. Und das ist auf jeden Fall auch das Schöne, was ich immer wieder sage bei den Vlogs. In Berlin fährst du ein paar Minuten, 10, 15 Minuten. Es fühlt sich an wie im Urlaub, weil du einfach in einem komplett anderen Stadtteil bist, wo du noch nie warst. Am allerliebsten würde ich natürlich wie jeder auch direkt einen Kickflip zaubern können. Bam, bam. Aber mein Plan erstmal, Gefühl bekommen, weiter zu rollern und den Olli ausbauen. Deswegen Olli Trainingslager. Ah, da gab es noch eine Exkursion mit meiner Rippe. Verlinke ich euch hier oben. Aufpassen. Und was sehen meine Augen schon? Alter Vater. Okay, das lassen wir mal auf uns wirken. Sage ich euch, wie es ist. So, was haben wir hier? Rauch- und Alkoholverbot. Wer macht denn sowas? Würden wir niemals machen. Und eine Sache natürlich noch. Aktuell bräuchte ich für mich gar keine Skateparks, weil ich brauche einfach irgendeine Straße mit cremigem Asphalt und dann kann ich schon mein Olli-Trainingslager weiterführen. Aber ich will einfach den Damen und Herren zeigen, wo kann man hingehen, speziell natürlich hier in Berlin. Das sieht schon sehr entspannt aus. Natürlich noch entspannter mit der guten Sonja hier oben. Das ist mein Traum, hier lang zu rollern, bisschen runter Olli, bisschen Olli drauf, bisschen Rolli wieder unter, bisschen Rolli wieder hoch, Rolli, Polli, Holli, Olli. Dann hier wieder hoch. Ich sage euch, es ist pure Euphorie. Aber natürlich alles Vorsicht, wie vorhin erzählt. Die Rippen hat es schon zerpflückt bei den Winterfestspielen der Balancigkeit. Hier mal von der anderen Seite. Hier auch noch Basketballcourt. Auch sehr nice. Also Fußball, Basketball auch am Schlüssel. Wunderbar. Hier haben wir noch einen Mülleimer. Auch eine gute Sache. Haben wir letztens im Livestream auch gesehen. Leider an manchen Lokationen auch zu wenig. Alter Vater. Das ist es, Leute. Das ist es. Der Asphalt sieht auch sehr cremig aus. Ich glaube, das ist so meine Trainingslager-Olli-Station. Andersrum, Olli-Trainingslager-Station, genau so rum. Ich werde hier gleich mal auch noch eine Runde rollern und einfach mal gucken, wo der Battle de Mosch holt. Und ich muss sagen, es ist auch gar nicht jetzt irgendwie groß voll so. Ne? Wir haben unter der Woche 15 Uhr ungefähr. Ey, ich sag's nochmal, das ist ein Skatepark genau nach meinem Geschmack. Und ich hoffe, dass wir früher oder später hier auch schön absteppen werden. Ich weiß nicht, wer hier seinen Einkaufswagen vergessen hat. Bitte zurückbringen, das ganze Ding. Und auch hier, schreibt gerne in die Videokommentare, falls ihr sagt, ey, ihr habt den Nonplusultra Skatepark hier in Berlin, wo ich mal hinsteppen kann, wir einen Vlog von machen können, um den anderen Damen und Herren zu zeigen, wo ist es schön zu skaten, wo kann man sich hinaktivieren. Übrigens, wo ist es schön zu skaten? Wenn ich mir das so anschaue, sauber, sauber. Nächster Step nämlich, liegen Scherben rum, ist es verranzt. Auf jeden Fall Fußballplatz, Basketballplatz, super sauber. Skatepark vorne im Areal drin, wie ich auch leise werde, weil die auch filmen und auch so Sachen. Im Park drin auch richtig sauber. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gerne, wie immer, in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, bam, step da mal hin. Ich habe in Fachlektüren gelesen, dass es bald auch wärmer wird. Übrigens, kleine Info für alle, die ein bisschen boardmäßig interessiert sind und Equipment. Immer noch mein wunderbares Santa Cruz mit Independent Axen. Und ich habe neues Crip Tape drauf machen lassen. Und zwar diesmal ein bisschen rauer. Mob Crip. Und ich sage euch, wie es ist. Ihr glaubt gar nicht, wenn der Olli so sich ein bisschen erhöht, was das für ein Gefühl ist. Man schafft erst ein bisschen, keine Ahnung, 5 cm, 10, dann kommst du auf einmal auf 15. Und es fühlt sich immer krasser an. Man häschelt wie die Sau. Und ich habe wieder 8 Tage gefühlt Muskelkater. Okay. Wir werden höher und höher. Höher. Schneller und weiter, Rödelheim. Oh, ich sage euch, wie es ist, Leute. Also hier ist ja richtig cremig. Cremigkeit ist Asphalt in seiner reinsten
in seiner reinsten Pracht. Sage ich euch, hier runter, bam, bam, bang, bam, bam. Ah, shit, war kein Film in der Kamera, sonst hätte ich natürlich hier einen runtergezottelt. Ey, ich sage euch, wie es ist, ich bin so am Hecheln danach immer oder während dem auch. Und ich habe wirklich 2-3 Tage so einen heftigen Muskelkater, weil man einfach immer Olli macht, Olli macht, Olli macht. Wirklich Trainingslager, Ewigkeiten. So, ich mache jetzt ein Riesending mit Ansage. Ich war da hinten im Olli-Trainingslager, hier ein bisschen auf cremigem Asphalt gerollert. Und ich hoffe auch, dass wir ganz bald mal in so einem Park ein bisschen rollern, ein bisschen Olli, ein bisschen grinden, sliden, slippity slide und so weiter. Ich habe Bock drauf, aber wir machen natürlich Step by Step, ne? Rippen, dies, das. Hier oben nochmal, wie gesagt, Skaten ab 40. Falls ihr Geheimtipps habt von wunderbaren Spots in Berlin, schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch noch ein paar auf der To-Do-Liste, die wir noch Skate-Vlog-mäßig abklappern. Kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Würde ich mich freuen, sage ich euch. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis ganz bald. Ahoi.